Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir machen jetzt heute letztes Mal diesen kleinen süßen Kampf hier und jetzt sind wir an sich schon. Den haben wir überstanden und jetzt geht es langsam und sicher weiter. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin muss und was der richtige Weg ist. Ich bin so ein bisschen überfordert. Geht's hoch? Dosen, hier ist noch ein Text. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Die Einheimischen wehren sich. Und anscheinend haben sie es den Sowjeteroberern schwer gemacht. Oh wow, hier sind so viele Sachen. Na gut, gehen wir doch erstmal weiter. Schließfach, machen wir auf. Muss ich jetzt nach dort oben? Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwie nach dort hin. Ich weiß aber nicht, ob ich hier richtig bin oder ob ich hier komplett falsch laufe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich einigermaßen richtig bin. Muss ich jetzt hier runter? Ich weiß nicht, ob ich nach unten muss oder weiter nach oben. Ich muss halt irgendwie nach dort, also bin ich hier, denke ich, richtig. Ja. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen nach... Jacob! Mist. Ja. Mist. Sie sind schon drin. Fast zu einfach. Oh. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Wie komme ich hier weiter? Ah, hier hoch. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? So geht's wieder automatisch durch. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja, nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. Schon klar, aber davon schmilzt das Metall auch nicht schneller. Okay, dann erklär du, warum er noch nicht auf ist. Fertig? Wir haben Gesellschaft! Doch. Sorry. Oh, ganz kurz. Ich nehme mal das.
Da gib ist mir sie. Deckung! Feuer frei! Ich geb dir Deckung! Ich bin unter Beschuss! Das Problem ist, ich glaube, ich müsste hier noch raus. Nein, Nick, die Flasche weg. Tötet sie! Sofort! Hier geht alles gleich hoch! Bestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Oh! Er ist getroffen. Komm, schnell deinen Kumpel ab. Dankeschön. Mega nice von dir. Na los, komm schon. Ich freue mich auf dich. Oh, wieso konnte ich denn nicht ausweichen? Vorbei! Dein Ernst? Lass dich von so einem Knüppeltypen erledigen? Ernsthaft, Mädchen? Weich doch mal ordentlich aus. Zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Sicher? Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Ja. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Ja. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt.
Wir müssen an ihnen vorbei. Schnell! Jacob! Suchen Sie Sophia! Zeigen Sie, Trinity ist hier! Okay, wir sollen uns Sophia suchen. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Verdammt. Das ist nicht gut. Da kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift retten. Sie sind hier! Hier drüben! Oh, verdammt, geh weg von Sicht. Komm schon. Dankeschön. Da hinten leuchtet was. Mal sehen, ob wir den Aufzug wieder in Gang bekommen. Okay, vielleicht mit dem Wagen kann ich den irgendwie anschauen. Oh Mist. Und jetzt? Ja, sehr schön. So, jetzt sollte ich aber hochkommen. Ah. Könnte nützlich sein. Ein Messer, Kampfmesser, sehr schön. Na, damit können wir doch bestimmt sehr tolle Dinge anrichten, oder? Oh, wir können Seile abschneiden. Seite. Okay, soll ich jetzt wieder nach unten? Könnte ich mir fast vorstellen. Und jetzt so? Das ist die Frage. Okay, ganz kurz. Was könnte ich jetzt machen? Ich muss irgendwie nach dort oben. Ah, ich kann hier an Eis lang. Okay, verstehe. Das klappt doch bisher ziemlich gut hier. Außer, dass diese komische Höhle jederzeit zusammenstürzen könnte. Hier ist noch ein Eintrag. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Er erwähnt Artefakte und die Einheimischen, Jacobs Leute. Vielleicht. Thank you.
Wird das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Das ist eine gute Frage. Wir sollten hier raus. Es ist ein bisschen instabil. Das war knapp. Hier haben wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? So, ich habe jetzt mal den Ausfallskill gemacht. Wir haben jetzt den Couponbogen. Das ist natürlich ein schicker Bogen. Nehme ich doch einfach mal den mit. Ist wieder so ein bisschen mehr. Also einfach mal so ein bisschen aufwerten. Ich versuche ja sowieso wieder so gut wie alles in jedes bisschen zu investieren. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Und wir sollten uns jetzt hier schleunigst verkrümeln. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Ach komm, das machen wir jetzt noch schnell. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Dann würde ich mich jetzt aber an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Obwohl, hier, das können wir uns noch anhören. Das hören wir uns noch an. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ein sehr grobes Vergehen, ja. Gut, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal zur neuen Folge wieder. Und bis dahin würde ich sagen... Ciao, ciao.